Hallo Freunde, da sind wir wieder, FC Mote TV. Heute geht es bei uns um Kleiderständer. Mehr dazu gleich nach dem Countdown. Es geht natürlich nicht um Kleiderständer, das habt ihr euch schon geahnt. Es geht um die Füllung des Kleiderständers, um eine neue Arles-Nes-Kombi, und zwar die Kombi Alcaraz. Ein sehr, sehr sportlicher Einteiler, wie ihr, glaube ich, auch seht. Mit teilweise sehr gewagten Designs. Auch da gibt es natürlich ein Alleinstellungsmerkmal, diese extreme Perforation. Das ist natürlich auch ein Zugeständnis an die Sportlichkeit. Und heute werdet ihr einiges darüber erfahren. Und ich glaube auch ein paar Neuigkeiten, die für langjährige Abonnenten genauso wichtig sind. Nennen wir gleich zu Beginn das, was mir mit Abstand intensivsten aufgefallen ist. Denn als ich die Kombi angezogen habe, ihr habt es ja beobachten dürfen, bin ich hier in eine 54er-Kombi eingestiegen, nachdem die 56er, die ursprünglich für mich bestellt worden ist, die ich auch in der Regel in den letzten 2-3 Jahren immer perfekt saugend passend empfunden habe, die war zu groß, die war überall zu groß an den Schultern, die Protektoren saßen nicht mehr fixiert und viel zu viel Luft. Und dann haben wir dann doch nochmal auch eine 54er bestellt und ihr habt es gerade gesehen, ich bin zwar schon zum dritten oder zum vierten Mal reingerutscht. Das klappt hervorragend und ich sagte ja schon bei meiner letzten Kombi-Vorstellung, da ist jetzt auch hinten die Schildkröte drin. Die Schildkröte nimmt ja an der dicksten Stelle auch durchaus eine Tiefe ein von roundabout 3,5 bis 4 cm. Die ist also drin. Überall sitzen die Protektoren so, wie sie sitzen sollen, sowohl im Kniebereich, Ellbogen, Schulter. Und hier ist auch eine sehr, sehr starke Hüftprotektion. Auch die sitzt genau da, wo sie sitzen soll. Jetzt habe ich die Kombi, die ist jetzt schon was länger bei uns im Studio, anprobiert, habe sie jetzt ungefähr eine halbe Stunde an. Auch da merke ich, dass sie deutlich weicher und bequemer wird. Auch das natürlich dann ein Hinweis, wenn man so eine Kombi ausprobiert, dass man dann immer das Gefühl hat, erst nach einer halben Stunde, 20 Minuten irgendwie so ein Urteil zu fällen. Denn wenn sie frisch ist, dann ist sie auf jeden Fall auch steif. Wieso sitzt der Steff einfach faul rum? Die Erklärung ist, ein super gut geschnittener sportlicher Einteiler, der quetscht mich so schon in diese Fahrerposition, dass ich denke, in sitzender Position funktioniert das alles besser. Super Sport, sagte ich ja eben schon, da gibt es ein paar Features, die das definieren. Unabhängig dann von dieser Perforation und der Protektorenausstattung habt ihr zusätzlich nochmal diese Magnesiumschalen am Knie, Ellbogen und im Schulterbereich. Dann ist es so, dass hier super viele Stretch-Einsätze verbaut werden, was relativ normal ist für Arles-Nes oder auch Berek, die Schwesterfirma. Das heißt, Akkordeon-Stretch an den Stellen, wo es wichtig ist. So einen kleinen Indiz, wenn man jetzt diesen Anwinkler macht auf dem Fahrzeug, ist ein gutes Passindiz, dass der Stretch circa ein Drittel gedehnt ist, sowohl über dem Knie als auch hinten im unteren Rückenbereich. Die anderen Dinge, wie zum Beispiel Schleifer, das ist meiner Meinung nach natürlich selbstverständlich, dass bei einer Sportkombi auf der Rennstrecke ein Schleifer dran sein muss. Aber Neoprenabschlüsse im Armbereich, im Beinbereich, im Nackenbereich, all das sind Sachen, die fast normal sind, was aber für die Kombi spricht, was auch der Grund wahrscheinlich ist, weshalb ich mich da so gut drin bewegen kann. Komplett trotz dieser Protektorenausstattung ist einfach, dass der Materialmix mit Känguruleder, Rindleder, ich glaube 70% Känguruleder und 50% Rind. Oder war es 60-50? Muss ich nochmal genau nachgucken. Auf jeden Fall Känguruleder, Rindledermix. Dann ist das Känguruleder natürlich ein Indiz dafür, dass man sich halt sehr gut drin bewegen kann. Denn es ist ja immer ein Spagat, den der Hersteller vollbringen muss, zwischen maximaler Protektion und größtmöglicher Beweglichkeit. Weiteres Indiz für die Sportlichkeit ist zum Beispiel die Rauigkeit auf der Oberschenkelinnenseite oder auch die auf der Knieinnenseite angebrachte Gummierung, dass man einfach einen viel, viel besseren Kontakt zum Fahrzeug herstellen kann. Natürlich erst recht, wenn man dann doch mit Hanging-Off fahren sollte. Was die Sicherheitsausstattung angeht, da möchte ich mich natürlich auch nicht wiederholen, ist aber dennoch für die Leute, die jetzt frisch in dem Metier drin sind, wichtig. Natürlich Protektorenausstattung, in dem Fall Level 1. Leute, ich muss dazu sagen, schon seit 10 Jahren hat meine linke Hand kein Gefühl mehr. Die Kombi ist Doppel-A zertifiziert.
Die Sicherheitsnähte sind natürlich verbaut und an den exponierten Stellen ist auch eine Materialdoppelung verbaut. Das sieht man in dem Moment, wo ich das Futter demontiere, denn das Futter als Funktionsbekleidung, ein Mechfutter, ließe sich auch über einen Reißverschluss oder dann gesichert in den Ärmel- und Beinbereichen über Klettverschlüsse komplett demontieren. Wäre natürlich auch ein Tipp, je nachdem, wo die Kombi eingesetzt wird, denn dass nur eine perforierte Kombi im Sommer vor allen Dingen glänzen kann, ist klar. Aber in dem Moment, wo ihr im Winter oder wenn es kühler wäre, fahren würdet, dann sollte ja auf jeden Fall auch nochmal zusätzlich Funktionsunterwäsche drunter gezogen werden können. Und wenn die Funktionsunterwäsche besser funktioniert vom Isolationsstandard her als das Mechfutter, könnte man das Mechfutter ja auch rausnehmen, damit die Kombi auch noch genug Luft hat, um euch überhaupt aufzunehmen. Das heißt, in meinem Fall, wenn die Kombi wirklich sehr press- und eng sitzt, ohne unbequem zu sein, hätte ich jetzt wahrscheinlich bei kühler Witterung ein isolierendes Funktionsfutter untergezogen und das den Base-Layer, der hier drin ist, demontiert. Und da habe ich mir auch schon selber das Stichwort gegeben, denn bei dem Wetter, was wir jetzt zurzeit haben, also jetzt gerade liegt Schnee auf der Straße, ist es halt so, dass ich so eine Kombi mal nicht einen Tag oder zwei fahren konnte. Zwar wollte, ging aber nicht. Aber ich habe dennoch keine Mühen gescheut, um hier mal einen kompletten Arbeitstag mit so einer Kombi zu verbringen, wie es auch gängig ist. Und das Bild, Steff beim Frühstück. Oder auch Steff vom Rechner. Auch hier in der Firma gängig und das wissen die Kollegen und Kolleginnen auch. Von daher gängiger Usus bei FC Moto, auch dahin zu gehen, wo es wehtut. Freunde, fürs Fazit stehe ich extra auf, nicht für euch, sondern quasi als Verneigung vor der Kombi. Ich bin sowas von geflasht von der Passform, dass ich zwar festgestellt habe, dass sie deutlich kleiner ausfällt als das, was ich gewohnt bin, aber die passt vollkommen bequem, trotz des sehr, sehr engen Sitzes. Jetzt im Stand ist es auch noch einigermaßen attraktiv, aber ich merke natürlich, wenn ich in Fahrerposition gehe, das ist wie eine zweite Haut. Ich habe also lange nicht mehr so eine bequeme Kombi angehabt und das ist auch für mich die Zusammenfassung. Ich will noch mal gar nicht so sehr auf diese Einzelheiten eingehen. Also die Passform von dem Ding ist gnadenlos gut. Leute, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, es hat gefallen. Ihr kennt den Spruch, Daumen hoch, ist immer gern gesehen. Ich freue mich jede Menge über jede Menge Abos. Ich freue mich natürlich auch über jede Menge Kommentare, wie immer von mir beantwortet. Von meiner Seite aus wie immer tschüss und adios.